jetzt noch ein kleines Spielchen. Ja, mal tauschen. Ich bin Hannes Wünsch. Ja, mache gerade mein freiwilliges soziales Jahr beim Handballverein, bei HSG Aller. Und ja, heute bin ich hier im Zuge des Tages des Mädchenhandballs bei der Nikolaischule und ja, begleite die Mädels hier beim Handball. Eigentlich sind wir eine Gruppe von 40 Mädchen, die haben wir jetzt quasi auf zwei geteilt. Die einen waren erst zweite Stunde dran, die anderen dritte, vierte. Liebes arme Listermann, wir, der Kinderrat der Nikolaischule, begrüßen Sie ganz herzlich in unserer Schule. Wir sind stolz darauf, dass Sie unsere Schule für Ihren Besuch zum Mädchenhandballtag ausgesucht haben und wünschen Ihnen viel Spaß mit unseren Handballmädchen. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen bei unserer Schule, möchte mich dem Kinderrat anschließen, dass wir sehr stolz sind, dass Sie unsere Schule heute ausgesucht haben für Ihren Besuch. Sie sind heute hier im Rahmen des Mädchenhandballtages in Niedersachsen und ich habe mir gedacht, Sie würden vielleicht gerne mal hören, wie unsere Mädchen, die heute Morgen daran teilgenommen haben, das heute Morgen hier so empfunden haben. Mir hat das richtige Handballspielen sehr doll gefallen und ein Mädchen hat das ja auch sehr gut gefallen. Wir freuen uns, heute hier im Fern sein zu dürfen. Dieser Tag des Mädchenhandballs in ganz Niedersachsen zum dritten Mal haben wir ihn durchgeführt. Und uns geht es darum, die Mädchen und im nächsten Jahr möglicherweise auch die Jungen wieder an den Sport heranzuführen und natürlich an das Handballspiel. Ja, auch ich freue mich als Vertreter der HSG Pferden Aller erstmal euch Kinder zu begrüßen und freue mich insbesondere, dass euch der Tag so gut gefallen hat. Ich freue mich natürlich auch, dass es ein sportlicher Anlass ist, der mich heute wieder herführt. Und drittens, gestattet mir bitte eine kurze persönliche Anmerkung. Ich bin als Vorsitzender eines größeren Sportvereines auch sehr interessiert, dass diese Kooperationen entstehen. Ich selbst habe es in meinem Ort auch, in dem ich lebe, und weiß, was die Handballvereine oder die Vereine überhaupt an Arbeit leisten, um auch diese Kooperation mit Schulen zustande zu bringen. Hallo liebe Kinder, lieber Klassenrat oder Schulrat sozusagen, liebe Mädchen, aber liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte, liebe Schulleiterinnen, liebe Vertreter der Handballvereine und des Handballsports in Niedersachsen, ich kann euch was verraten. Ich habe mich total gefreut heute hier, weil ich selbst unheimlich gerne Handball gespielt habe. Und zwar 20 Jahre lang. Ihr kriegt jetzt Urkunden in die Hand gereicht. Pro Klasse, die mitgemacht haben, gibt es einen Urkundenstapel. Mir ist aber wichtig, vor allen Dingen der Schule zu danken für die tägliche Arbeit, bevor ihr jetzt die Urkunden bekommt. Denn das, was heute hier passiert, ist ja zusätzlich auch nochmal zu dem, was sowieso jeden Tag auch in der Schule passiert. Ich möchte eins am Ende noch loswerden. Wenn den Mädchen, den starken Mädchen, den starken Handballmädchen von heute Morgen, das viel Spaß gemacht hat, dann kann man das auch ganz gut im Handballverein weitermachen. Nachmittags oder auch am Wochenende. Und ich glaube, der Verein freut sich, wenn ihr Spaß habt und einfach mal beim Handballtraining reinschnuppert. Ganz herzlichen Dank.